bis für den Value holt. Ey, come on. Ey, Goofy, come on. Was haben wir heute für Speedcut zusammengestellt? Ey, ich sag dir ehrlich, ich freue mich auf jeden einzelnen Part, einfach next level. Vor allem, weil ich die Leute persönlich auch kenne und weiß, was für kranke Entwicklungen die Leute auch wirklich gemacht haben und jetzt an dem Punkt stehen, wie viel sie dafür gehustelt haben. Ey, ich sagte, dieser Call wird echt Game Changer. Ich freue mich übertrieben. Aber diese Musik hat mir schon andere, so andere Vibes gegeben. Diese Musik, ey, drop mal alle eine 7 in den Chat für die Songs. Einfach heftig. Ich sag nur DJ Makaduba, Mekasa, live from Dubai in the studio, in the booth, you know what I'm saying? Like, big things coming. Und ich sag euch ehrlich, wie es ist, Leute, crazy, 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 weil die Speaker, ich hab den Flyer gesehen, I was like, damn, erstmal big shout out to my man, Abo Marwan from the Six, für diesen Flyer, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr crazy Flyer gewesen. Ich sag euch, der Flyer allein hat mich geclosed, no cap. Ja, Mann, das dachte ich mir auch. Ich dachte mir so, ey, bei dem Flyer, wer nicht auf dem Call kommt, I don't know. Aber die Leute sind gut gelaunt, ich merke das auf jeden Fall. Aber ein paar Camps können auf jeden Fall noch mehr hier angemacht werden. Erweist unseren Speakern bitte Respekt, macht eure Camps an, Leute. Das ist unser Mittwochs-Call, das ist unser familiärer Call. Wir sind alle auf dem Call. Wenn du dich versteckst hinter deiner Kamera, weiß keiner, dass du dir hier dein Ding aufbaust. Keiner wird dich appreciaten, wenn du auf dem Team-Call bist. Keiner wird die Cam anmachen, wenn du speakst. Deswegen mach deine Cam an. Lass uns den Speaker auf jeden Fall den Respekt erweisen. Weil diese Speaker heute, ich freue mich. Wollen wir schon starten oder? Ich weiß nicht. Yo, I'm waiting. Let's get it done. Also guck mal, ich würde sagen, lass uns direkt starten und den Speaker nicht die Zeit klauen oder sonst was, weil glaubt mir, der Value, der heute kommt, jeder von euch braucht diesen Value. Jeder von euch wird heute nach diesem Call zu 100% mit einem Value rausgehen, wo er sich denkt, okay, let's go, jetzt habe ich das rausgepickt, was ich gebraucht habe, um mein persönliches Level abzumachen. Leute, wir arbeiten alle gerade auf Zürich hin. Wir haben alle gerade eine Richtung, in die wir laufen. Wir haben gerade alle das Ziel, okay, das Ziel Zürich, dass wir alle dort auf der Bühne stehen mit unserem persönlichen Level ab, in unserem Business Level Up und so weiter und so fort. Deswegen, Leute, schreibt alles mit, was diese Leute euch heute sagen. Okay, lasst uns auf jeden Fall alle Leute nach Zürich bewegen und vor allem auf Zürich, in Zürich auf diesem Bühnchen, okay? Wir fangen direkt an mit der ersten Speakerin. Und zwar ist die erste Speakerin eine Person. Ich persönlich habe ihr Follow-up gemacht. Ich persönlich habe ihre Einarbeitung gemacht und ich kann mich daran erinnern, wo mich Luz so angerufen hat, gesagt hat, Göfi, ich habe gerade einen Notfall, kannst du bitte das Follow-up übernehmen? Und ich war so gerade am Autofahren, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich dachte mir so, ja, let's go, komm, habe das Follow-up mit ihr gemacht. Und ich sag euch ehrlich, als ich das Follow-up gemacht habe, ich dachte mir so, okay, sie startet, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent sie geben wird, weil das Follow-up war jetzt nicht so, dass sie sagt, ja, let's go, ich bin direkt am Start. Es war so, ihr kennt ja diese La-La-Menschen, die am Anfang erstmal so einfach starten, um zu starten. Und dann sehe ich plötzlich, sie geht P150. Dann sehe ich, sie geht P6. Und jetzt ist sie einfach brand new P1K. Ich schwöre es euch, Leute. Ich sage es euch ehrlich. Nicht, weil ich sie unterschätzt habe oder sonst etwas. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass sie in dieser Zeit ihren P1K macht. Hätte ich wirklich nicht, weil ich ihr Follow-up gemacht habe und ich habe sie gefragt, was willst du denn erreichen? Und sie hat in der Zeit viel mehr erreicht, als sie mir damals auf dem Follow-up gesagt hat. Das ist crazy, okay? Deswegen dürft ihr eure Ziele niemals kleinstellen oder unterschätzen. Dieses Mädchen ist wirklich, hat eine kranke Entwicklung gemacht. Ich war persönlich mit ihr auf, in Kreta und ich habe wirklich ihre Entwicklung auch persönlich betrachten können. Ich bin nicht drauf klargekommen. Ich sage euch ehrlich, ich bin nicht drauf klargekommen. Okay, ich freue mich extrem auf dein Part, Selina. Du hast dir diesen Rank absolut verdient. Ich weiß, wie viel Liebe hinter diesem Rank steht. Deswegen, die Bühne gehört dir. Zeig uns wirklich alles, was du kannst. Zeig uns das, was du für uns vorbereitet hast. Danke, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, für unsere Leute dein Part zu droppen. Keine Selbstverständlichkeit. Und ich würde sagen, ich gebe ab an dich. Congrats zu deinem P1K und drop mal alle eine 7 in den Chat für Selina. Let's go. Ja, perfekt. Könnt ihr mich hören und sehen? Einmal kurz eine 8 im Chat. So, eine 8 hatten wir jetzt noch nicht im Chat. Perfekt. Ey, mega cool, dass ihr euch die Zeit nehmt, wirklich. Bitte verzeiht mir, mich hat es irgendwie über Nacht komplett erwischt. Ich habe eine Erkältung abbekommen, mir wird ab und zu schwarz vor Augen. Aber ich gebe mein Bestes, dass ich eure Zeit echt nicht großartig verschwende. Auf jeden Fall, ich möchte ein Thema ansprechen, was ich in letzter Zeit einfach gemerkt habe, dass es eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und zwar auch, wenn man Connect-Calls hat oder so, ist es einfach, dass viele Leute mit einem Thema ankommen. Und zwar sind das einfach private Probleme. Und ich möchte einfach darüber sprechen, dass ein Problem immer
da existiert, wo es halt auch entstanden ist. Und im Schlussendlich ist das Problem einfach bei dir entstanden und in deiner Umgebung, in deiner kleinen eigenen Welt. Und warum ist das Problem, also das größte Problem ist einfach, dass wir häufig die Probleme anderer ganz oft zu unseren eigenen Problemen auf einmal machen. Das heißt, wir belasten uns einfach nochmal zusätzlich. Und ich finde, das blockiert uns in jeglicher Hinsicht, erstens im Business, einfach auch im Leben, einfach weiter voranzukommen. Mir wurde ganz oft gesagt, Selina, du bist ein Wal, du kümmerst dich immer nur um die Probleme anderer, hör auf damit. Und ich habe jetzt einfach die Entscheidung getroffen, es war halt so, ich war der größte Wal, ich habe mich wirklich um alle anderen Probleme gekümmert, nur nicht um meine. Habe teilweise selbst meine Rechnungen nicht bezahlt, weil ich erstmal die von anderen bezahlt habe. Das ist halt ein bisschen eskaliert. Das Ding ist einfach, ein ganz kleines Beispiel ist einfach, wenn ich dir ein Glas Wasser geben möchte und du sagst nein, dann ist das Glas Wasser halt immer noch meins. Und wenn ich dir ein Problem geben möchte und du sagst nein, ich nehme das nicht an, dann ist das Problem auch immer noch meins. Das heißt, ich muss einfach selber schlussendlich mit meinen eigenen Problemen klarkommen. Und die wichtigste Erkenntnis ist einfach, dass es okay ist, dass Menschen Probleme haben, weil oft wird so eine Anti-Haltung gegenüber dem Ganzen gezeigt, du hast Probleme und man darf keine Probleme haben und alles soll schön sein. Aber im Grunde wachsen wir ja durch unsere Probleme. Und jeder Mensch hat seine eigene kleine Welt, wie ich schon gesagt habe, und dadurch auch jeder hat seine persönlichen kleinen Probleme. Ich möchte jetzt auch gar nicht viel ausatmen, aber ich sage euch eine Sache, ich bin absolut dankbar, dass ich so groß geworden bin, wie ich groß geworden bin, und ich weiß auch, dass es hier sehr, sehr viele Menschen gibt, deren warum nicht deren Eltern sind, und ich möchte das halt einfach ein bisschen aufgreifen, weil es ist eigentlich sehr, sehr oft so, dass wir immer hören, ja, das größte Warum ist immer die Eltern und die Familie. Ich kann mich damit halt null identifizieren. Ich hatte ein paar Connect-Calls und habe dann auch Menschen erreicht, deren Warum genau wie bei mir nicht die Eltern und die Familie ist. Einfach weil ich zum Beispiel zu meiner Mutter ein sehr, sehr schlimmes Verhältnis hatte. Aus dem Grund, dass sie irgendwie das erste Mal die größte Wut in mir ausgelöst hat. Einfach auch, weil sie eine sehr, sehr schlimme Alkoholikerin war und mich echt fertig gemacht hat. Ich musste von Anfang an echt alleine groß werden. Vater hatte ich nicht, keine Ahnung, wo der sich in der Weltgeschichte rumgetrieben hat, sogar keine Ahnung. Im Grunde ist es einfach so, ich habe sehr, sehr schnell auch angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen. Mit 14 die ersten Jobs gemacht. Ich habe 1000 Nebenjobs gehabt. Oh mein Gott, ich habe für 5 Euro die Stunde bin ich 10 Stunden im strömenden Regen im Kreis gelaufen mit einem Pony, weil das die einzige Art war, neben meiner Schule noch Geld zu verdienen. Ich habe geputzt, ich habe gekellnert, ich war für den DFB arbeiten, bin durch Städte schon gereist, bevor er eben existiert war. Da war ich schon in Dortmund und alles so unterwegs. Das Ding ist einfach, meine schlimmste Erfahrung war kurz bevor ich IM gestartet habe. Darum bin ich auch immer wieder dankbar, diese Möglichkeit bekommen zu haben. Ich bin von meiner Ausbildung, wo ich 8 Stunden gearbeitet habe, in einen Kellnerjob abends gegangen auf Konzerten. Das waren auch nochmal 5 Stunden. Bis dahin alles easy. Dann hatte ich 1 Stunde Zeit und bin dann nochmal in den nächsten Job gefahren, 3 Uhr nachts. Und da ist mir eine Sache passiert, die mir schlussendlich komplett meine Augen geöffnet hat. Und zwar war ich einfach auf dem Weg zum Strandbad, musste dort 1 Stunde mit dem Auto hinfahren. Wie gesagt, nachts um 3 bis ich halt in Sekundenschlaf gefallen bin. Einfach aus dem Grund, weil ich davor schon mehrere Stunden gearbeitet habe und das jetzt meine letzten 6 Stunden nochmal waren. Und ich bin in Sekundenschlaf gefallen und konnte mich kurzzeitig noch davor retten, in den Graben zu fahren. Und das war für mich eine der schlimmsten Erfahrungen, wo ich halt auch endlich wach geworden bin und ich realisiert habe, dass wir das echt nicht wert sind, uns das einfach anzutun und so kaputt zu machen, unser Leben dafür zu riskieren, um halt wirklich zu überleben im schlimmsten Sinne so. Und das Ding ist einfach, dass dann IM kam und IM ist für mich halt wirklich einfach alles. Ich konnte selbst meine Ausbildung jetzt abbrechen, so, es war einfach die Hoffnung, endlich so die Erlösung. Ich wurde auf Arbeit belästigt durchgehend. Ich weiß, wie es sich anfühlt, belästigt zu werden, wo man halt auch einfach nicht wegkommt. Wie gesagt, meine Mutter war mein schlimmster Schmerzpunkt. Und im Grunde möchte ich euch einfach sagen, dass wir alle unterschiedliche Probleme haben. Die Frage ist halt wirklich einfach nur, nutzen wir unsere wichtigste Ressource dafür und investieren das in diese Probleme rein? Unsere wichtigste Ressource, das wissen wir alles, unsere wertvolle Zeit. Und ich finde, kein Problem hat es verdient, sehr, sehr viel Zeit in das Ganze reinzustecken. Darum möchte ich euch auch einfach sagen, dass ich mit der Zeit gemerkt habe, immer wenn ich mir die Zeit genommen habe, mit jemandem über seine Probleme zu diskutieren, dass es im Grunde nichts gebracht hat. Einfach, weil die meisten Menschen versuchen, nur ihre Probleme bei uns abzuladen. Sie wollen nicht mal eine Lösung bekommen. Sie wollen einfach nur drüber reden und die Probleme bei uns abladen. Und ein wichtiger Dialog, müsst ihr verstehen, bedingt eine gewisse Bereitschaft. Ein wahrer Dialog heißt, ich gehe in ein Gespräch rein mit dem Ziel, mit einer anderen Meinung sozusagen wieder aus diesem Gespräch rauszugehen, mit einer Lösung rauszugehen. Aber viele Menschen wollen gar keine Lösung haben. Wie gesagt, sie wollen einfach nur ihre Last bei uns abladen. Und ich möchte euch noch eine Sache mitgeben.
Am Ende ist das Wichtigste, dass wir unsere Einstellung jeden Tag unter Kontrolle haben, okay? Alles in unserem Leben wird besser, wenn du besser wirst. Und du hast sozusagen alles in deinem Leben im Griff. Du kannst jedes Problem lösen und jedes Problem ist gut für dich, weil du immer wieder eine neue Lösung finden musst und daraus nur wachsen kannst. Und egal, wie groß diese Herausforderung ist, sie wird dir Wachstum geben und du wirst wachsen und du wirst genau das erreichen, was du im Leben erreichen möchtest. Ich wurde sehr früh selbstständig und ich habe es bis hierhin geschafft und ich bin verdammt stolz auf mich selber. Und jeder von euch da draußen kann stolz sein, egal wie lange es dauert, deinen nächsten Rank zu machen, egal wie lange es dauert, deinen nächsten Trading-Account hochzutrainen. Im Grunde wächst du durch jeden einzelnen Fehler und das ist gut so. Und genieß diesen Wachstum einfach normal und sei am Ende einfach wirklich auch stolz auf dich. Weil im Grunde ist das Leben einfach ein Training. Ich befinde mich jeden Tag in meinem eigenen Lebenstrainingslager. Du entscheidest dich dafür, am Leben zu wachsen und du wirst im Grunde die beste Persönlichkeit, die du nur werden kannst. Frage dich einfach auch in schwierigen Situationen, was das Leben dir genau jetzt beibringen möchte. Ich war kurz vor meinem P1, was ist passiert? 2 Monate vorher, mein Opa liegt auf der Intensivstation. Ich hatte das größte Gefühlsdrama. Schlussendlich durfte ich ihn auch auf die andere Seite begleiten. Ich habe mich trotzdem noch nebenbei um eine ältere Dame gekümmert, die wirklich einfach fremd für mich war, weil ich gesehen habe, sie kann nicht alleine einkaufen gehen, habe deren Last noch übernommen, bin jeden Tag oft für sie einkaufen gegangen. Schlussendlich habe ich auch erfahren, dass sie vor kurzem gestorben ist. Ein Bekannter ist auch noch gestorben. Ich habe gar keine Ahnung, was mir das Leben damit sagen will. Aber im Grunde hat mich all das einfach zu dieser Person gemacht, die ich heute bin. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auch dadurch einfach persönlich wachsen konnte. Ich musste sehr, sehr viele Probleme auf mich nehmen. Ich musste sehr viele Lösungen finden. Ich habe mit meiner Familie den größten Streit und habe reflektiert, dass das auch wirklich nicht meine Familie ist, weil ich sage euch eine Sache, die Familie, die ich hier gefunden habe, die ich hier gerade gründe und aufbaue, ist genau das, was ich wirklich möchte, was mich wirklich dankbar und glücklich macht. Ich nehme, meine Teampartner schlafen nur noch hier, so. Es ist irgendwie eine WG geworden, eigentlich bin ich hier alleine gemeldet, aber ist auch egal. Genau, ich möchte euch einfach mitgeben, genießt diesen Prozess, den ihr hier durchmacht, genießt das, was ihr hier erleben dürft, seid dankbar für jede einzelne Situation, die hier passiert, so. Und ich sage euch eine Sache, baut das wirklich mit den richtigen Werten auf. Wenn ihr das im Hinterkopf nicht mit den richtigen Werten aufbaut, es wird euch auf die Füße fallen, ihr werdet daran kaputt gehen. Ich gehe lieber einen langsameren Weg, aber dafür den richtigen, mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Werten. Und ich sage euch eine Sache, ja, ich war in Kreta, aber ich habe meine Teampartner angerufen und habe gesagt, ich könnte weinen, weil ihr nicht mit hier seid. Ich war wirklich traurig, dass meine Teampartner nicht mit am Start waren, einfach weil das meine Family ist. Das ist so der innere Circle und ich habe meine Teampartner echt alle sehr, sehr lieb und wünsche euch echt den größten Erfolg. Und an jeden einzelnen von euch da draußen, arbeitet einfach jeden Tag an euch selber, glaubt an das, was ihr vorhabt und ihr werdet alles erreichen. Und danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke auch für diese Zeit, die ich hier bekommen habe. Und ja, danke schön. Oh mein Gott. Ey, Kamal, wo bist du? Du bist mundtot, ne? Ey, Selina, du siehst, ich glaube, eigentlich brauche ich gar nicht viel zu sagen. Ihr seht alle den Chat. Das war einfach mit Abstand der emotionalste Part, den ich seit langem, 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 langem wirklich gehört habe. Ich wusste, dass in dir Power steckt, aber ich wusste nicht, dass das Leben dir so viel gegeben hat und dass du so viel wirklich weggesteckt hast. Du hast meinen größten Respekt. Gerade hast du meinen größten Respekt. Ich sag's dir, wie es ist. Also guck mal, wow, ich bin gerade einfach nur, nicht nur, weil du das, was dir das Leben gegeben hat, weggesteckt hast, sondern du hast aktiv zugelassen, Hilfe für andere Menschen nochmal zu bieten. Du bist aktiv auf solche Menschen zugegangen, die diese Hilfe noch benötigen. Du bist auf die Welt gekommen, um diesen Menschen zu helfen. Das ist einfach crazy. Und ich bin mir so... Nur sagen, Digga. Ich war noch nie backstage in deinem Leadership, right? Aber du hast eine Sache verstanden, und zwar Leadership in life. It's not about the business. Du hast Leadership im Leben bewiesen. Und ich kann einfach nur sagen, Power, 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 Power. Meine Leute wissen, wie ich dieses Wort liebe. Powerful. Powerful. That shit is deep, Leute. Und ich sage euch ehrlich, appreciate it, dass du diesen Part mit uns geteilt hast. Appreciate it, dass du diese Dinge überhaupt mit uns geteilt hast. Das ist selbstverständlich. Aber ich kann einfach nur sagen, you're good. Power, 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 power. Wer durch sowas gehen musste, you don't need no help. You're good by yourself. Power, power, power. Yes, sir. It's power.
893 Teilnehmer gerade auf dem Call und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich mindestens 150 Personen mit denen identifizieren kann. Weil zu 100% sind so viele Leute, vor allem die im Chat, gerade genau die, die dir gerade zugehört haben und sich gedacht haben, danke, dass du genau das ausgesprochen hast. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Danke, Selina, ich bin nicht alleine. Danke, Selina, ich weiß, ich kann es schaffen, weil du hast das Ähnliche durchgemacht und ich mache das Ähnliche gerade durch und ich werde es auch schaffen. Du hast gerade so vielen Menschen auf diesem Call Belief gegeben, so vielen Menschen die Augen geöffnet, das Herz geöffnet. Danke dir für deinen Part. Ich bin dir so dankbar für diesen Part. Ich kann da echt nicht länger zu reden. Ich würde sagen, lass uns direkt zur nächsten Speakerin gehen. Und ja, Leute, die nächste Speakerin. Die nächste Speakerin. Ey, Leute, ich habe so lange darauf gewartet, dass dieser P1K gedroppt wird. Ihr müsst euch vorstellen, damals, als ich das Business neu gestartet bin, okay, ich bin ganz frisch gestartet und Absun hatte so 2-3 Teampartner. Eine davon war ich. Und dann hatte sie noch Sassi und ein paar Leute da. Und dann hatte sie noch eine, und zwar die liebe Milan. Milan und ich sind seit Tag 1 so. Sie ist wirklich mein Day One. Sie ist wirklich, ich sag euch, wie es ist, Leute. Wir sind wie Schwestern geworden in dieser Zeit. Ich bin Afsun so dankbar, dass sie mir so eine Persönlichkeit wie Milan vorgestellt hat. Ich sag euch, sie hatte so viele Rückschläge im Business und hat alles eingesteckt. Sie hat so viele persönliche Struggles und hat alles eingesteckt. Sie hat in ihrem 9-to-5 so oft so hart hustlen müssen. Jeder, der in der Pflege oder in der gesundheitlichen Branche tätig ist, weiß, wie hart es ist. Und jeder, der es nicht ist, ist aus einem ganz bestimmten Grund nicht in dieser Branche tätig. Und ihr wisst alle, wie hart es wirklich sein kann, körperlich und psychisch nochmal auf der Arbeit mitgenommen zu werden und hat sich trotz der ganzen Sache privat und Arbeit und alles drum und dran das Business aufgebaut. Sie hat länger gebraucht als andere, aber ihr Fokus war nie rechts, ihr Fokus war nie links. Sie hat sich jeden Tag darum gekümmert, 1% besser zu werden als die Milan gestern. Sie hat sich jeden Tag darum gekümmert, persönlich zu wachsen. Sie hat sich jeden Tag um ihre Teampartner gekümmert. Sie hat sich jeden Tag darum gekümmert, dass alle versorgt sind. Und deswegen ist sie heute an einem Punkt, wo ich mit Stolz sagen kann, sie hat sich das zu 100% verdient. Sie hat sich das genommen, was ihr zu 1.000.000% zusteht. Ich sage euch, dieses Mädchen baut nicht nur mit richtigen Werten auf, sondern sie weiß ganz genau, wo es hier in diesem Game lang geht. Dieses Mädchen, ich sag euch, merkt euch ihren Namen. Sie wird auf großen internationalen Bühnen stehen. Ich bin mir dazu 100% sicher. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich das Edifying heute machen darf, weil dieses Mädchen ist, wie gesagt, eine Schwester für mich geworden. Ich will keine Sekunde ihrer Zeit verschwenden. Als sie unranked war, hat sie mir Nuggets gegeben. Als sie unranked war, hat sie Parts gedroppt, wo wir zu dritt, viert auf Calls waren, wo ich mir dachte, Junge, du bist im Kopf schon P5 German. Und deswegen, Leute, nimmt Stift, nimmt Papier, nimmt euer Handy oder schreibt, keine Ahnung, von mir aus nehmt euch ein Edding und schreibt es an eure Wand, aber schreibt auf, was euch dieses Mädchen gleich mitgibt. Ich freue mich auf deinen Part, Milan. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich gebe an dich ab und let's go. Okay, ich hoffe, man kann mich auf jeden Fall jetzt hören, das funktioniert gerade gar nicht. Ey, danke erstmal, Gülfi. Ey, oh mein Gott, von dir gertified zu werden, ist wirklich ein ganz, ganz anderes Gefühl. Aber ey, wirklich danke erstmal, Gülfi. Ja, ich stelle mich ganz kurz vor, damit auch jeder weiß, wer ich bin. Ich bin die Milan, 23, bin das Ganze vor 2 Jahren gestartet, komme aus NRW. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, also ich bin gerade von der Arbeit gekommen, vor, ich glaube, von 10 Minuten oder so, ne? Also deswegen, also dieser Part wird eigentlich ganz, ganz random sein. Ich werde einfach so ein bisschen was über mich erzählen. Also ich bin das Ganze gestartet mit meiner Ausbildung. Also ich mache gerade noch die Ausbildung zur Krankenschwester. Bin auf jeden Fall nächsten Monat endlich fertig. Und ihr müsst euch mal wirklich vorstellen, ich habe das Ganze gestartet an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich wäre nie im Leben in einer so krassen Situation. Weil ich habe das Ganze gestartet, als ich wirklich so eine riesen krasse Downphase war. Ihr müsst euch mal wirklich vorstellen, ich hatte in meinem Leben so gar nichts. Null, gar nichts. Freunde, Familie, ja, Sachen, die ich halt geliebt habe, in denen sich, also es war halt wirklich lost für mich. Und ich bin euch ehrlich, ich sage immer zu Afsun, ey, guck mal, Afsun, du wirst eigentlich so mein Engel gesendet von Gott, weil diese Frau ist eigentlich gekommen da, wo ich sie genau brauchte. Und ihr müsst euch einfach wirklich vorstellen, jetzt, wenn Gott euch einen Traum gibt, ne,
wird dieser Traum immer getestet. Immer. Und ich habe mich halt immer gefragt, ich glaube, jeder fragt sich das gerade immer so, ja, ey, warum ich? Warum werde ich immer getestet? Warum kriege ich immer diese ganzen harten Sachen auf mich geschmissen und so weiter? Dieser Druck in eurem Leben hat momentan einen Zweck. Es sollte euch nicht umbringen. Es drückt das raus, was in euch gerade ist. Es zeigt euch wirklich, was ihr gerade selber seid. Und das habe ich für mich erst später gecheckt, weil ich immer versucht habe zu sagen, guck mal, das ist irgendwie die Schuld von anderen Leuten, das ist irgendwie die Schuld von meinem alten Ich. Also ich habe immer die Schuld anderen Menschen gegeben. Aber irgendwann habe ich einfach gecheckt, ey, guck mal, das alles, was in deinem Leben passiert, ist einfach nur dafür da, damit du wirklich dein neues Level up kommst, dass du ein neues Ich herausfindest. Und jetzt stellt euch mal, jetzt denkt einfach mal, guck mal, nimmt Gottes Plan nicht in eure Hand. Das, was alles schon geschrieben ist, das, was in eurer Hand schon ist, ist schon geschrieben und es wird auch klappen für euch. Lasst es einfach fließen, weil da, wo du versuchst, einen Punkt zu setzen, will Gott einfach nur ein Komma setzen. Warum glaubst du, dass alles zu Ende ist? Es kommt auf jeden Fall alles. Du wirst deinen Success haben, weil du bist nicht ohne Grund hier. Menschen denken, ich verstehe das manchmal nicht, Menschen glauben immer noch so, dieses Business ist so ein kleines Business, das man nebenbei macht. Nein, das kann Menschen verändern, das kann Menschenleben verändern. Manche Menschen checken das gar nicht. Das ist Gottes Plan, das ist kein Gottplan, das ist eine Gottesmission. Das ist eine Mission, hier anderen Menschen zu helfen. Wir sind knapp eine halbe Million schon. Warum sollte Gott eine halbe Million Menschen diesen Traum in den Kopf setzen und sagen, okay, komm, geh mal mit dem Leben anderer Leute spielen. Geh mal mit dem Leben von anderen Tieren spielen oder so. Geh mit dem Leben von dir selber spielen. Alles ist schon geschrieben. Nimm es nicht in deine Hand, sondern lass es einfach fließen. Es kommt 100%. Und Gott gibt dir dieses Leid, um zu zeigen, dass jemand anderes, etwas anderes in deinem Nasib steht, dass etwas anderes in deinen Sternen steht. Weil mit dem Schmerz heißt es nicht, dass du erstmal wirklich checken musst, dass du, okay, Gott hasst mich, Gott liebt mich nicht, dies, das, so alles. Nein, nein. Gott steckt dir diesen Schmerz, den du gerade hier in der Zeit hast, egal ob Richtung Trading, egal ob Richtung Network Marketing, egal was du gerade in deinem Leben facen musst, es steht alles in deinem Nasib. Warum? Weil Gott will, dass du checkst, ey, guck mal, du bist nicht dafür gemacht. Du bist was für viel, viel mehr gemacht. Und das war eine Sache, die ich erst viel, viel später für mich gecheckt habe. Weil ich immer gesagt habe, ey, guck mal, ich kriege das nicht hin, ich habe das nicht. Ich war immer so kurz vor meinem P6, ich war immer kurz vor meinem P50, ich war wirklich ein Jahr lang unranked und dann irgendwann war ich P50, so zwei Leute, kurz da kommen, die dritte Person kam, die zweite verließ mein Team. Immer so zwei, kurz vor drei, zwei, kurz vor drei, kurz zwei, immer wieder die ganze Zeit. Warum? Weil ich die ganze Zeit mir die Schuld gegeben habe, weil ich gesagt habe, ey, guck mal, das liegt daran, die Leute sind scheiße, mein Team ist scheiße, dies, das, nein, nein, ich habe einfach gecheckt, ich musste das Ganze durchgehen, ich musste das Ganze machen. Wovor hast du denn Angst? Vor etwas, was schon gewesen ist oder was noch passiert. Beides macht nicht Sinn. Weil wenn du Angst hättest, was passiert wäre, wirst du nicht hier. Es ist aber schon passiert, du hast es schon gemacht. Oder etwas, was noch passiert. Wovor hast du Angst? Hast du Angst vor der dunklen Seite? Vor etwas, was du nicht sehen kannst? Hast du Angst vor Ablehnung, vor Veränderung, vor Wachstum? Ich habe immer eine Sache wirklich so sehr an mein Herz genommen und das war einfach wirklich so Ablehnung vor Freunden, vor Familie und alles Mögliche. Also das war halt für mich so, ey, boah, ich hatte so wirklich diese Angst gehabt, weil ich wollte immer so eine, ich war immer so eine Person, ey, guck mal, ich laufe jetzt mit den Leuten zusammen halt in die Richtung. Warum? Weil ich wollte nie abgelehnt werden. Ich war immer so, ey, guck mal, ich geh jetzt da lang, weil ich wollte nie so anders sein. Ich wollte immer so zusammen mit den Leuten angehören. Also man sollte mich nur so, man sollte meinen Namen nicht alleine sagen, sondern immer mit anderen Leuten zusammen. Ich hatte immer diese Angst davor gehabt. Aber eine Sache, die ich wirklich an mein Herz genommen habe. Aber eine Sache, die ich gelernt habe, ist, der Grund, warum gerade du so viel Hate bekommst, weil du gerade so vieles Negative bekommst, ist, dass Menschen eine harte Zeit haben zu akzeptieren, dass du von dem Punkt kommst, wo sie immer noch gerade sind. Egal, ob es Freunde sind, egal, ob es Familie ist. Egal, wer es ist. Und ich kann euch wirklich sagen, also viele sehen sowas gar nicht, aber jede Person hat so, so viele Hindernisse. Schenkt Liebe, gibt Liebe den Menschen aus. Wir sind eine Culture, wir müssen zusammenhalten, wir müssen das Ganze zusammenziehen. Ich habe 2 Jahre gebraucht für mein P1K, egal. Manche brauchen länger, manche brauchen kürzer, aber ich musste meinen Prozess durchgehen, weil ich baue mich selber. Ich baue meinen Chairman, mein Team baut meinen Chairman. Ich habe immer noch Stress mit Family, immer noch. Ich bin gerade in dem Zustand, also in diesem Umfeld, wo es mich jeden Tag umbringt, jeden Tag. Ich gehe zur Arbeit, ich kämpfe mit Rassismus, ich kämpfe mit Patienten, die mich so auf den Sack gehen, ich kämpfe mit meiner Chefin, die mich schon fast umbringt, wenn ich jetzt nochmal einen Tag krank mache.
die ganze Zeit, aber nimm das als ein Warum, das Ganze durchzustarten. Entweder nimmst du das als ein Warum, um durchzustarten, oder als ein Warum, nicht durchzustarten. Ihr habt nur ein verdammtes Leben, macht was daraus. Und diese eine Sache wirklich gecheckt zu haben, ey, guck mal, ich habe nur ein Leben, war, als ich eine Freundin von mir verloren habe, und das war 2000, wann war das? Ich glaube, das war in der 11. Klasse. Ja, das war in der 11. Klasse. Und sie hat zu mir eine Sache gesagt, ey, guck mal, wenn du mich nächstes Mal nicht besuchen kommst, dann sehe ich dich nie wieder. 2 Monate später habe ich einen Anruf von ihrer Mutter bekommen. Ja, sie ist tot. Ab dem einen Punkt habe ich für mich gecheckt, so ey, das Leben läuft. Das Leben läuft. Entweder läufst du mit oder das Leben zieht an dich dran. Ab dem Punkt habe ich einfach für mich gecheckt, einfach zu sagen, ey, guck mal, mach die ganzen Dinge, egal was passiert. Du wirst daraus lernen. Du wirst 100% daraus lernen. Du bestimmst nicht deine Zukunft. Du bestimmst deine Gewohnheiten. Das, was du machst. Bist du eine Person, die sagt, ey, guck mal, ich stehe jetzt, keine Ahnung, 13 Uhr auf, ja, mein Leben wird später sein wie von Alex Morton oder so. Nein, wird nicht. Deine Gewohnheiten bestimmen deine Zukunft. Du selber bestimmst deine Zukunft. Du machst deine Zukunft, du kreierst deine Zukunft nicht selber, sondern das, was du tust, das kreiert deine Zukunft. Und das ist wirklich so eine Sache, die ich wirklich für mich gecheckt habe, war einfach nur wirklich, haltet Trust. Haltet wirklich den Trust für euch selber, haltet den Trust wirklich zu eurer Upline, weil eure Upline will nur das Beste. Will nur das Beste für euch selber. Egal, worum es geht. Bei uns im Indischen gibt es so eine Sache, die so früher passiert ist. Warum gehst du, wenn du nicht mal dein Ziel erreicht hast? Mit was willst du gehen? Als ein Versager gehen? Warum willst du jetzt gehen? Warum ziehst du nicht einfach durch? Warum machst du das nicht ganz einfach? Geh doch, wenn du dein Ziel erreicht hast, als Chairman, als ein Six-Figure, Seven-Figure-Trader mit Stolz. Warum gehst du jetzt, warum hörst du jetzt mittendrin auf? Geh doch erst dann, wenn Menschen über dich reden, wenn Menschen über dich gut reden. Bei uns im Indischen gibt es eine Sache, die ich wirklich so bei allen Sachen eigentlich so benutze. Unser Prophet zum Beispiel hatte 3 Söhne gehabt. Er zum Beispiel hat seine Söhne wirklich umbringen lassen. Warum? Weil andere Leute gesagt haben, ja, die müssen konvertieren zu, ich weiß gar nicht wohin, aber die müssen konvertieren. Der Prophet hat gesagt, egal, ich lasse meine Kinder sterben. Warum? Weil ich noch meine Familie dahinter habe. Ich sterbe selber, ich sterbe damit stolz. Er hat sich dann umbringen lassen mit seinen 3 kleinen Kindern. Aber er ist mit Stolz gegangen und er ist in die Geschichte reingegangen. Wäre er nicht gestorben, wäre er nicht in der Geschichte. Aber er ist mit Stolz gegangen. Denk doch einfach für dich mal kurz nach, so, warum willst du jetzt gehen? Warum willst du das Ganze nicht durchziehen? Weil wenn du jetzt gehst, spielst du nicht mit dem Leben von dir selber, nicht mit deiner Familie, sondern mit dem Leben anderer Menschen. Und das haben die nicht verdient. Das haben die zu 100% nicht verdient. Und generell so diese Sachen, die ich so, also generell so, was ich sagen wollte, ist, das Leben zieht wirklich hinter einem her. Es hört nicht auf, es hört nicht auf. Wenn du einen Tag Pause hier einlegst, stirbt vielleicht jemand. Oder deine Mutter muss länger arbeiten. Wenn du wirklich einen Tag noch länger hier dran bleibst. Du musst weiter pumpen, du musst die ganze Zeit weiter arbeiten. Das ist genauso wie am Herzen. Wenn es still liegt, wenn nichts Neues kommt, was passiert dann? Eine Linie. Du brauchst diese Ups und Downs. Du brauchst diese Ups und Downs in deinem Leben wie das Herz. Wie so ein Herzschlag. Weil nur wenn neues Blut kommt, kommen neue Ergebnisse. Dann kommen neue Ergebnisse in deinem Leben. Nur wenn neues Blut kommt. Es muss neues Blut kommen, sonst stirbst du. Sonst du stirbst, deine Träume sterben und deine Visionen sterben. Es müssen diese Ups und Downs kommen, weil erst dann lebt dein Leben weiter und du lebst weiter. Alle die Hindernisse, die gerade in deinem Leben passieren, Gott hat sie platziert in deinem Leben. Warum tust du die weg? Wieso? Warum spielst du Gott? Gott hat das alles in deinem Leben platziert. Gott hat dich vielleicht auch in die Wege von anderen Menschen platziert, aber die Rolle entscheidest du. Willst du als ein Helfer dastehen oder als ein Versager? Nicht nur in deinen Augen, sondern vielleicht in den Augen von anderen Menschen. Das sind so generell so einige Sachen, die ich für mich gecheckt habe, weil ich war noch nie so eine Person gewesen, die so Richtung Gott gegangen ist oder generell belief und so alles. Aber das habe ich ganz hier gelernt. Alles hier. Das ist mir selber bewusst geworden. Und den ganzen Prozess wird man hier lernen. Man wird sehr, sehr viel von sich selber herausfinden. Man wird was Neues herausfinden von sich selber, das neue Level. Weil jeder startet hier mit Level 1.
Aber hätte mir jemand gesagt, nimm mal hier so, keine Ahnung, 500k Trading-Konto, ich hätte es verballert. Aber ich musste durch diese ganzen Levels gehen. Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, um überhaupt jetzt an den Punkt zu sein, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt ein 500k-Konto handeln. Man muss das Ganze wirklich durchgehen. Warum lässt du dir überhaupt Zeit? Worauf wartest du? Dass man dir den Chairman vor die Füße legt, dass man dir das Trading-Konto vor die Füße legt und dir zeigt, guck mal, so kannst du traden, so begehst du einen Fehler. Worauf wartest du? Menschen checken das nicht. Vielleicht denkst du, dass du 60 Jahre alt wirst, aber vielleicht deine Schwester nicht. Vielleicht dein Bruder nicht, vielleicht deine Familie nicht, vielleicht dein Nachbar nicht. Ich kann das wirklich so aus meiner Erfahrung halt auch sagen, weil ich weiß, weil ich meine Zeit nicht selber geschätzt habe, hat mir was sehr, sehr Wichtiges weggenommen, sehr, sehr Wichtiges. Und die Zeit kann man nicht umdrehen, Weil wenn sie einmal weg ist, dann ist sie einfach weg. Wenn einmal Menschen weg sind, dann sind die weg. Wenn einmal die Opportunity weg ist, ist die weg. Warum glaubt ihr, dass Menschen nach ihrem Tod mehr Blumen bekommen, als sie noch am Leben waren? Warum? Weil Reue stärker ist als Dankbarkeit. Diese Reue, das ist der schlimmste Schmerz, den man hat. Seid doch einfach dankbar für das, was sie haben. Ich check das immer noch nicht. Ich höre immer noch so, lass mal auf den Call, ja, ich bin draußen. Ich bin hier, da und da. Ich muss kurz meine Katze füttern. So. Manche Menschen checken gar nicht, was man hier gerade hat. Das ist behindert so eine kranke Möglichkeit. Nicht nur, denkt nicht mal nach für das Geld, was man hier hat. Freiheit. Da einfach wirklich diese Freiheit zu haben, das ist das Größte, das ist der größte Wert, den man hier haben kann als ein Mensch. Aber hier ist es so, wir wollen nicht sterben, wir wollen leben. Wenn du sterben willst, dann geh mit Stolz, wenn wirklich. Dann lass einen Fußabdruck da. Was willst du Gott sagen, wenn deine Zeit gekommen ist? Ich habe dein Gold nicht angenommen, weil jemand mich mit Silber zerstört hat. Was willst du da oben sagen? Er fragt dich doch danach. Deswegen, verdammt nochmal, nimm diese Opportunity ernst für dich selber. Weil wenn du gestern nicht 100% gegeben hast, hat sich vielleicht gestern jemand von der Brücke gestoßen. Vielleicht hat sich gestern jemand umgebracht. Vielleicht gibt dir morgen Gott einen Stupser, damit du rennst und nicht, dass du mitgehst. Vielleicht kommt noch was. Aber warte nicht darauf. Tu was dafür. Weil kein erfolgreicher Mensch hat diesen Prozess ohne die ganzen Hindernisse gemacht. Menschen, die versuchen, sind nie Versager. Auch wenn du versuchst, auch wenn du länger brauchst, auch wenn du es nicht schaffst, du bist kein Versager. Warum? Weil du diese Mentalität hast. Und Mentalität hier in diesem Business zählt alles, alles. Weil auch wenn du verlierst, vielleicht sagen die Menschen da draußen so, okay, dass du schlecht bist, dies, das, aber in Gottes Augen, in seinen Augen bist du ein Gewinner, weil du versucht hast. Weil du einfach versucht hast. Würdet ihr euren Kindern was antun, wenn sie stolpern und fallen? Nein. Wir sind Gottes Kinder, wir sind seine Kreation, wir sind seine Schöpfung. Er wird uns aufheben und sagen, guck mal, ich mach deinen Staub kurz weg, aber lauf weiter, mach einfach weiter. Das waren so generell so ein paar Sachen, wirklich, die so ja, loswerden wollte, generell so für ein paar Leute, die wirklich das hören mussten. Aber nehmt das wirklich für euch selber ernst. Zieht das wirklich ganz so, egal wie lange es dauert. Ja, ich würde direkt abgeben. Danke erstmal, dass ihr mir alle zugehört habt. Und ja, let's go. Hallo, guys. Drop some sevens in the chat, bevor wir die Madame hier wegpinnen. Drop some sevens in the chat, bevor wir diese Madame hier wegpinnen. Drop some sevens in the chat. Nah. No long talk. Straight up, she came and killed it. All right? Came and killed it. Goofy, what's up? Was hier los? Ich bin einfach, Milan, so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf deine Entwicklung. Das ist einfach, I am verändert Menschen so krank. Es ist so heftig zu sehen. Dieses Mindset, was sie sich aufgebaut hat in diesen letzten 2 Jahren, das ist crazy. Sie ist seit, guck mal, wisst ihr, was ich mehr respektiere als Menschen, die kommen und in 1-2 Monaten ihren P1 machen? Menschen, die 2 Jahre für den P1 brauchen und trotzdem am Start sind. Solche Menschen respektiere ich viel, 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 viel mehr als Menschen, die kommen und plötzlich P1 machen in 1 Monat und nach 2 Monaten wieder weg sind. Das ist heftig. Das ist heftig, Leute. Wie Milan gesagt hat, die Zeit wird einfach von jedem kommen. Bist du aber da, wenn deine Zeit gekommen ist? Bist du da? Oder bist du da? Dieses Sprichwort, was du gesagt hast, Milan. Wieso gehst du, wenn du noch nicht das erreicht hast, was du erreichen möchtest? Gehst du als Versager? Geh doch mit Ehre, mach dein Chairman und geh dann. Also dann mach doch dein FTMO-Konto fertig und geh dann. So.
mach doch dein Six-Figure und geh dann. Wenn du gehen willst, geh doch mit Ehre. Ey, crazy. Deep. Also, der Part war so value-reich. Ich gebe mir auf jeden Fall das Recording gleich nochmal. Na, real talk, Leute, nochmal der Part. More appreciation. Drop some tools in the chat von der Appreciation, Leute. Was sie gesagt hat mit ihrer Freundin und so, you know, rest up. Und das ist wirklich sehr, sehr deep, weil wir sehen Sachen einfach mal selbstverständlich, Leute. One more time for the appreciation. Ich sag euch, Leute, das ist so, es sind so Kleinigkeiten. Sieh mal selbstverständlich, dass wenn wir jetzt gleich ein paar Stunden schlafen gehen, dass wir morgen früh aufstehen. Ist doch voll la. Aber das ist nicht selbstverständlich, right? Deswegen drop some tools in the chat, Leute, auf jeden Fall. Übertrieben stabiler Part. Und wir kommen über zum nächsten Speaker. Da werde ich laut. Ey, der nächste Speaker ist kein Spat. Drop some ones in the chat, wenn du ready bist für den nächsten Speaker. Real eins, talk? Eins. Gülfi, mir wurde schwindelig, als ich das alles gehört habe. Mir wurde schwindelig, als mir bewusst wurde, was für einen Big Dog wir auf diesem Call haben. Mir wurde schwindelig. Und ich sage euch, Ladies and Gentlemen, den Speaker, den wir jetzt gleich auf die Bühne holen, okay, das ist Big Boy Shit. We talking about Big Boy Shit. Drop mir 6 in the chat, wenn du Six-Figure Trader sein willst. We talking about the Big Boy Shit. No little fish, we talking about the shark. Wir reden von Mr. Gian. Und ich sage euch ehrlich, wie es ist. Einfach quick facts. Mr. Gian hat eine Organisation von über 60 Personen und ist ein OG in diesem Business und ist mehrere Jahre am Start. Er hat sein Paket konstant aktiv gehabt. Und das zeigt wieder Durchhaltevermögen. Das zeigt wieder, was es dich bringt, an welchem Punkt du kommen kannst, wenn du konstant den Service von IM nutzt. Dieser Junge war steady am Start. Gute Tage, schlechte Tage, gute Monate, schlechte Monate. Kommen manchmal Leute und sagen, ich muss Klarna-Rechnung bezahlen. Ey, Bro, deine Klarna-Rechnung ist eine Rechnung, die kannst du auch noch auf 3 Monate später verziehen. Dein Erfolg aber nicht. You will never know when your time is come. Und ich sage euch, dieser Junge hat wirklich verstanden, was es bedeutet, den Preis zu zahlen. Dieser Junge hat verstanden, was es bedeutet, konstant am Start zu sein. Dieser Junge hat verstanden, dass der ganze Weg eine Treppe ist und dass es konstant befordert. Und dieser Junge ist wirklich Top 5 weltweit in der FTMO-Rangliste im Monat August. Pff. Oh mein Gott! Die Menschen müssen verstehen. Weltweit. Leute, drop some fives in the chat. Top 5. Wir haben hier einen Top 5, Leute. Wir haben einen Top 5 Player in the whole fucking world. Wow. Auf unserem Call, in unseren Reihen, in unserem Team. That's what I'm talking about when I'm talking about we don't play. That shit bigger than all of you think. Wir dachten alle, we don't play is a gimmick. No gimmick. Big boy shit. Big boy shit. Okay, ich sag euch, er ist seit 3 Jahren am Start konstant und ich sag euch, er führt ein FTMO-Konto von sage und schreibe 300k. 300k. Come on, man. Der Junge ist erst in seinen 20s. What are we talking about, Leute? We talking about big money, internet money. Mit einer Person, die vorher keine Erfahrung hat. Nein, Bro. Ich gebe die Bühne dir, Bro. I gotta give it to you. Talk your shit. Do your shit. Give uns the value. Appreciate your time, Bro. Danke, dass du hier wirklich auf dem Call bist. Danke, dass du den Value mit uns teilst. Danke, dass du für uns wirklich die Zeit genommen hast, hier zu sprechen. Und ich sag dir ehrlich, wie es ist, Bro. Take your time. Sprich so lange du willst. Die Stage gehört dir. Und ich will, dass jeder jetzt seine Kamera anmacht. Jeder, der mal davon träumt, Six Figures zu traden. Jeder, der mal davon träumt, irgendwie sich Six Figures zu earnen. Jeder, der davon träumt, vielleicht seine FTMO-Challenge zu hitten. Drop some ones in the chat jetzt für den Jungen. Let's go. Wow. Heftig. Wow, das ist echt crazy. Hi Leute, so erstmal kurz zu mir. Ich bin Gian Alcek, ich bin 24 Jahre alt. Ich wollte eigentlich unbekannt bleiben und ich wollte, dass mich einfach keiner kennt. Aber so wie Makadu will, kriegt er seinen Willen auch immer durchgesetzt und hat mich dazu gezwungen,
dass ich hier heute aussage und euch ein bisschen mitgebe, ein bisschen für eure Zukunft mitgebe. Zu mir kurz, ich bin in der Downline, was heißt Downline, so ich sehe uns auf Augenhöhe, weil wir beide genauso viel verdienen mit Pip West. Ich denke mal, jeder von euch kennt unseren Trader und krass, mittlerweile auch Rapper, wusste ich nicht. Höre ich zum ersten Mal hier den OG. Ihr müsst euch vorstellen, ich kenne Pip West, da hat der Bruder noch getradet auf dem Koffer. Wir sprechen Koffer, ne? Er hatte kein Geld für einen Schreibtisch, der Bruder hat auf dem Koffer getradet. Er hatte einen Laptop, der hat, glaube ich, 200 Euro gekostet, der war einfach broke as fuck und hat keinen Schreibtisch gehabt. In seiner Wohnung, eine Zimmerwohnung, da mit noch jemandem geteilt, auf dem Koffer seine Trades getätigt mit der Strategie Ishimoku. Und ja, ich habe angefangen vor 3,5 Jahren und ich sage euch ehrlich, es ist eine Lüge, wenn ich sage, es war konstant. Sorry, Kamal, sorry, Maka, du pusht das immer wieder, dass ich konstant war. Es ist eine Lüge, wenn ich sage, es war konstant. Ich habe eineinhalb Jahre bei AM getradet, habe dann für 3 Monate aufgrund von persönlichen Gründen und ich mir dachte, boah, ach, ich schaffe da ohne Traden mein Leben, aufgehört. Und dann kennt ihr das, ihr habt dieses Gefühl, so irgendwas fehlt dann wieder, irgendwo ist dieser Spaß verloren und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, dass Traden wirklich das Wahre für mich ist. Und ich sage euch ehrlich, guck mal, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin seit 3,5 Jahren, jetzt abgesehen von allem, habe ich weiter so an mein Mindset gearbeitet, weil ich gemerkt habe, wenn dein Kopf nicht funktioniert, funktioniert dein Business nicht. Wieso? Weil dein Kopf entscheidet dein Business. Das macht dein Business aus. So, versteht ihr, was ich meine? Und ich studiere nebenbei International Business Administration. Deswegen war das immer so eine Sache. Ich bin jetzt an meiner Bachelorarbeit gerade am Sitzen und möchte die fertig schreiben, weil jeder von euch kennt es. Jeder möchte Mamas und Papas Liebling sein. Jeder möchte der Familienstolz sein und sagen, ey, schaut mal, mein Sohn studiert und so weiter und so fort. Und das war immer so eine Sache, die mir zu Last gefallen ist. Und dann erst recht überlegt mal, ich habe ein 300.000-Euro-Konto und verwalte das jetzt und bin Top 5 weltweit. Ich gewesen. Ich bin nicht mehr Top 5. Ich habe mein Geld auszahlen lassen. Das ist das Ding. Ich habe das Geld auszahlen lassen. Deswegen bin ich nicht mehr auf der Rangliste. Das ist auch der einzige Grund, warum es so ist. Aber wisst ihr, wie schön es ist, einfach mal so ein Payout von 11.621 Euro zu kriegen? Also ich sage euch ehrlich, ich zeige euch einfach Facts. Ich denke mal, jeder von euch kennt das Zeichen so. Ich habe mir bei Rolex meine erste Datejust bestellt. Bro, man sieht das nicht richtig. Sorry, dass ich unterbreche, weil du hast Hintergrund diese... Ach, das ist auf jeden Fall ganz besser, wenn es nicht seht. Es ist eine Rolex. Ich habe mir eine Rolex gekauft, eine Datejust. Und Kaufpreis, ihr müsst euch anmelden, etc. Kaufpreis 10.000 Euro. Das ist meine erste Wertanlage, abgesehen von dem ganzen Geld. Das habe ich dann erst in meinem Payout gemacht, weil ich habe die für 10.000 gekauft und die hat jetzt einen Wert von 15.000. Versteht ihr, was ich meine? Das Ding ist, mit Geld noch mehr Geld zu machen. So wie bei Rich Dad und Poor Dad lernt. So, ihr lernt es. Lasst das Geld für euch arbeiten. Ihr müsst nicht für Geld arbeiten. Aber um dahin zu kommen, das sind jetzt die Facts, um dahin zu kommen, müsst ihr am Ball bleiben. Ihr müsst wirklich konstant an euch arbeiten. Nicht an dem System, an euch. Das System funktioniert. Ihr habt die Beispiele. Ihr habt Chairmans, ihr habt Traders, ihr habt alle. Ihr habt alle als Beispiel. Ihr habt Makadu. Ich sag euch ehrlich, wann habe ich Makadu kennengelernt? Vor 3 Jahren auf einer Convention in Bremen. Er wurde vorgestellt als P600. Er hatte einen gefakten Louis Vuitton-Gürtel und ich guck den an. Ich so, wer ist der Gambo denn? So, er steht da so und lacht so und tut so direkt vor seinen Jungs und so weiter. Ein auf, boah, ich bin krass und so weiter und so fort. Und ich denke mir so, wer ist das? Was ist das? Was schiebt er sich so? Schaut euch Makadu mal heute an. Der Bruder ist ein scheiß German. Und ich sag euch ehrlich, wie er da hingekommen ist, ist genauso wie ich hier hingekommen bin, zu der Position, die ich habe. Wir haben, während alle anderen uns verlassen haben, während alle anderen uns ausgelacht haben, während alle anderen uns vor anderen Freunden gedemütigt haben, ich sag euch wirklich gedemütigt haben, weitergemacht. Meine Freunde, ich sag euch ehrlich, bei mir war das so, ich war seit ein Jahr beim Trading. Meine Freunde kommen zu mir. Wir sitzen im Kreis. Das war das erste Mal, dass ich mir Zeit für meine Freunde genommen habe. Wir saßen im Kreis und die sagten zu mir und lachten, weil wir waren alle, ich sag euch alle, wir waren alle angetrunken und so weiter und so fort. Der andere war irgendwie neben der Spur. Und der eine Freund sagte mir, ey Gian, wie läuft's denn mit deinem Traden? Und hat angefangen so zu lachen, so, um mich einfach fertig zu machen vor allen anderen. Heute gucke ich ihn an und ich frage, wie läuft dein Studium? So, fertig. Ihr könnt euch selber entscheiden,
ob ihr es macht. Macht ihr eine Ausbildung oder macht ihr es aus der Bildung? Versteht ihr, was ich meine? Nutzt ihr eure Quellen? Nutzt ihr diesen Mindset, um weiterzulernen und um euch weiter fortzuentwickeln? Oder bleibt ihr für immer in eurem Leben an einer Position hängen, wo ihr euch von anderen Menschen definieren lässt? Man sagt doch so schön, eure fünf Besten, eure fünf Ängsten machen euch zu dem Menschen, der ihr seid. Merkt es euch und schreibt es euch wortwörtlich auf. Hat jemals jemand von euch daran gedacht, wie es ist, was diese fünf Ängsten überhaupt ausmachen? Ich zeige es euch bildlich, visuell, dass, also in euren Kopf, dass ihr euch vorstellen könnt. Eine Person macht euren Arm, euren rechten. Die zweite Person den linken. Die dritte Person euer rechtes Bein. Die vierte euer linken Bein. Die fünfte Person macht euch euren Oberkörper, um alle miteinander zu verbinden. Und alle fünf machen den Kopf. Das sind die fünf Ängsten, die euch definieren. Die machen euren Kopf. Versteht ihr, was ich meine? Ihr entscheidet, wo euer Kopf euch hinführt. Ihr seht einfach die ganze Zeit hier Menschen. Ich sag euch ehrlich, ich habe ein 300k FTMO-Konto. Ich bin Platz 5. Ich bin unranked. Ich habe keinen Rang, Alter. Ich bin unranked. Versteht ihr, was ich meine? Aber wieso bin ich unranked? Einfach Fact. Ich wähle aus, wen ich jetzt in meinem Team haben will. Weil ich habe mir diese Position erarbeitet. Ich hole nicht jeden rein. Ich wähle mir jetzt aus, wen ich haben möchte. Wen sehe ich wirklich als würdig in meinem Team aufzunehmen? Weil ich sage euch ehrlich, früher musste ich jeden nehmen und jeder ist gegangen. Heute wähle ich nur noch den, der bleiben möchte. Und ich gebe euch ein paar Tipps fürs Trading, für euer Mindset, wie ihr mit eurem Trading erfolgreich werdet. Und ich sage euch ehrlich, dieser eine Tipp, der macht schon eigentlich auch. Risk Management. Jeder möchte mit diesem einen Trade Millionär werden. Jeder möchte mit einem Trade Millionär werden. Es klappt nicht. Okay, werd für heute Millionär, morgen bist du wieder broke. Wieso? Weil wenn du nicht weißt, wie du dein Risk Management zu handeln hast, weißt du auch nicht, wie mit Geld umzugehen ist, oder? Das ist einfach Fact. Wenn du 1.000 Euro so sehr auf die leichte Schulter nimmst, mal schauen. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich habe 16 FTMO-Challenges gemacht. 16 Challenges. Ich habe 6 Verifikationen, 4 davon geschafft, 2 davon geplättet. 2 laufen noch. Also 2 Konten, das sind die 300k, die laufen. Versteht ihr? Ich habe 24.000 Euro geplättet. Ich war 24.000 Euro im Profit, habe am Ende des Tages mit 195.000 geschlossen. Wieso? Weil ich über die 5%-Regel gekommen bin und FTMO mich rausgekickt hat. Aufgrund dessen, dass ich es nicht eingehalten habe. Ich war letzte Woche mit einem anderen Account 16.000 Euro im Profit, habe wieder mit 180.000 geplättet. Wieso? Weil diese Momente, ich gemerkt habe, wenn ich emotional werde oder eher gesagt keinen Überblick über das Geld habe, weil ey, schaut mal, ihr seid 24, ihr habt dann einfach mal kurz so 50.000 Euro auf diverse Konten. Was macht ihr? Ihr geht unvorsichtig um. Versteht ihr? Ihr gebt euren Regeln kein Value mehr. Ihr gebt euch selbst kein Value mehr. Und kein Value mehr bezogen darauf, dass jeder für euch tradet doch wegen einem Grund. Versteht ihr, was ich meine? Jeder tradet, weil er traden möchte. Er hat ein Why dahinter. Jeder hat ein Why dahinter. Aber wie kommt's, dass wenn ihr diesen Trade setzt, ihr nicht mal an dieses Why denkt? Wieso? Weil die Gier über euer Why Kontrolle nimmt. Versteht ihr? Die Gier übernimmt einfach alles. Wieso? Jeder von euch, ich kenne doch diese 0815, die starten das Business. Ja, Mann, ich starte das Business. Boah, komm, ich werde Trader. Ich mache es für Mama und Papa. Ich mache die stolz. Wo bist du, wenn du diesen Trade setzt? Wo ist der Gedanke an Mama und Papa? Verstehst du? Warum? Wieso? Einfach nur darum, weil du denkst, boah, geil, Geld ist in diesem Moment besser. Geld ist nicht geil. Ich sage euch ehrlich, Geld ist das Gefährlichste, was es auf diesem Planeten gibt. Ist es und wird es weiterhin bleiben. Wieso? Weil Geld definiert anscheinend Menschen so sehr, dass sie für Geld alles tun werden.
Verstehst du? Gib dir selbst einen so hohen Wert, dass man es mit Geld nicht mehr kaufen kann. Und dann bist du dir selber bewusst, was du alles erreichen kannst. Weil am Ende des Tages dürft ihr nie vergessen, wir Menschen definieren Grenzen. Wir definieren Grenzen. Wieso definieren wir Grenzen? Die Grenze von Deutschland nach Holland, von Deutschland nach Brüssel, wird doch von einem Menschen aufgestellt, oder? Demnach ist der Mensch doch selbst dazu in der Lage, diese Grenze zu verschieben. Weil wenn Deutschland sich dazu bereit erklärt, jetzt einfach mal Brüssel einzunehmen oder Belgien einzunehmen, dann wäre doch auf einmal Belgien auch Deutschland, oder nicht? Versteht ihr? Wir leben in einer Welt, wo der Mensch sich selber definiert. Und wie ich zu dieser Definition gekommen bin, sage ich euch ehrlich, vor 3 Jahren hatten wir nicht diesen Luxus, den ihr alle habt. Wir hatten keine FTMO-Challenge. Ich sage euch ganz genau, bis zur FTMO, bevor es FTMO überhaupt bekannt kam, habe ich 7.500 Euro verloren. 7.500 Euro ohne mein Service, ne? 7.500 Euro nur an Konten, die ich immer eingezahlt habe, weil ich dachte, ich schaffe es aus 100 Euro eine Million zu machen. Wir waren auf Mallorca, ich sag euch, ich weiß nicht, ob diese Leute in diesem Call drin sind, aber ich weiß, Joshua war dabei, das war das erste Mal, dass ich Mustafa kennengelernt habe, er kam mit Afsin zusammen, die kamen beide zusammen dorthin, Abbas kam dorthin, Makadu war da, Irfan war da, unser German Irfan. Überlegt mal, Irfan war da, der Bruder, wir haben unser Geld, wir sind alle mit circa 500, 300 bis 1000, 1500 Euro hingekommen in unsere Konten. Ich habe 2000 Euro mitgenommen und wir dachten, boah, wir reißen die Bude ab. Wir werden jetzt mit 20 Mille aus Mallorca, aus unserem ersten Tradehaus rauskommen. Irfan hat sein komplettes Geld verzockt. Ich sag verzockt. Er ist zu diesem Mentor, der mit uns war, dorthin gegangen und hat zu denen gesagt, Bruder, ich habe kein Geld mehr zum Essen. Bruder, ich habe kein Geld mehr zum Essen. Das war das Geld für alles. Meine Frau bringt mich um, wenn ich nach Hause komme. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, in was für einer Lage wir waren? Er sagte wortwörtlich, er stand auf, er war fast am Weinen. Er sagte, Bruder, ich habe kein Geld mehr zum Essen. Ich bin am Schlafen gewesen. Unser Trade lief im Drawdown Richtung Stop-Loss. Alle nehmen den Trade raus. Ich bin am Schlafen. Alle nehmen mich auf, wie ich am Pennen bin und mein Trade Stop-Loss hittet, statt mich zu wecken und rauszugehen. Ich habe 1000 Euro vertradet, ne? Makado sitzt neben mir, sein Bruder, Risk Management, ich laufe weiter, ich stehe auf, wir waren beim All You Can Eat Essen, wir gehen raus, ich sage, nein, mein Bruder, heute mache ich 4000 Euro. Ich setze mein ganzes Geld, er sagt, Bruder, Risk Management, wir sind 300 Euro im Profit, ich mache schon Breakdance auf der Straße, wir legen unsere Handys weg, denken, ach, der Hitze, take Profit, wir gehen wieder am Handy, Stop Loss. 2000 Euro weg. Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach Fact. Fakt ist, dass wir haben unseren Risk Management nicht einkalkuliert. Wir haben mit Geld gespielt, als ob es Monopoly-Geld ist, um ehrlich zu sein. Versteht ihr? Es ist übertrieben, es ist lustig. Ich will euch nur bewusst machen, dass alle, bis auf eine Person, bis auf 2 Personen, die mit uns geschlafen haben in diesem Tradehouse, heute vor 3 Jahren, das war am 16.12.2019, ich erinnere mich noch ganz genau daran, bis dato heute noch aktiv sind, jeder von uns über 10.000 im Monat macht. Makadu, German 10. Joshua, German 10. Pip West, der Bruder macht so viel Geld, niemand weiß, wie viel Geld er macht. Ich bin in den Top 5. Mustafa Afsun reißen das komplette Game als Paar, als verheiratetes Paar ab. P5, aber vertraut mir, ganz, ganz kurz davor, German zu gehen, wenn die Lust haben. Abbas, der Bruder ist undercover unterwegs, so wie ich. Wieso? Weil ich nicht will, dass Menschen mich kennen. Wieso? Weil ich mich auf mein Business fokussieren möchte. Ihr habt die Beweise, es funktioniert. Sucht euch einen Go-Live-Educator aus. Egal wen. Es muss
irgendeiner der Educator sein. Wieso? Weil diese Person, die ihr verfolgen werdet, die ihr studieren werdet, die ihr tagtäglich euch reinballert, als wärt ihr sein Stalker, ist die Person, die euch zum Erfolg führt. Versteht ihr? So, zu unserer Zeit war Manny Key nun ist da. Ich weiß nicht, ob der heute noch da ist. Ich kann euch aber sagen, Manny Key ist einer der Personen, die mir zum Beispiel gezeigt hat, wie man tradet. Starboy, Starboy sein. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt von dem. Oder Gold Cup von Luke. Sucht euch einen aus von den Personen. Sucht euch aus von einer dieser diesen Personen. Studiert diese Person. Seid die Person. Warum wollt ihr euch ihr selber sein? Wenn ihr selber seid, dann hört ihr mir nicht mehr zu, sondern macht Millionen, oder? Studiert einer dieser Personen, kopiert diese Personen, werdet zu der Person. Seid nicht individuell. Scheiß auf Individualität. Wir haben Go Live, Alter. Scheiß auf das. Wir haben doch IM. Jeder von uns will doch nur die Millionen knacken und danach sagen, ey, ich hab's geschafft, oder? Dann fangt an, diese gottverdammte Person. Maka, du hast mich scheiße, sorry. Maka, du hast mir gesagt, ich darf nicht beleidigen. Weil ich bin ein Mensch, der beleidigt gerne. Studiert einer dieser Personen. Werdet sein Stalker. Kopiert seine Strategie, aber nur die Person, mit der ihr euch selber identifiziert. Versteht ihr? Sucht euch die Person aus, ballert die euch Tag und Nacht rein, als wäre die Ritalin, als wäre die Amphetamin oder sonstiges, irgendeine Droge, die euch süchtig macht. Macht euch süchtig von diesen Menschen, zieht euch an von mir aus wie dieser Mensch, lebt wie dieser Mensch, sucht die Daily Routine dieses Menschen und dann habt ihr es doch geschafft, oder? Wenn ich mir jetzt konstant einen Menschen reinziehe, dann werde ich doch zu diesen Menschen, wenn ich genau das mache, was der Mensch macht, lebe wie der Mensch lebt und trade wie der Mensch tradet. Es ist ganz simpel. Das Ding ist nur, jeder von euch oder jeder von uns denkt sich, er wäre was Besseres. Brauchst du nicht. Scheiß drauf. Warum musst du besser sein, wenn du eine Million machst? Kennt jemand von euch? Ehrlich, droppt eine 2 in den Chat. Wer von euch nicht den Erfinder von Nespresso kennt? Vom Kaffee. Kennt irgendjemand von euch den Espresso? Nein. Oder? Nein, oder? Aber der macht doch Multimillionen. Der ist Milliardär. Der ist Milliardär. Und wer hat ihn kopiert? Chibo. Jeder von euch kennt Chibo. Der Bruder dachte sich, okay, der hat einen Espresso gemacht, ich mach Chibo. Fertig. Der ist low-key rich. Heute fragen Leute mich noch, Bruder, wie läuft dein Studium? Ich sag, ich weiß nicht. Ich suche mir aus, wie lange ich studiere. Haltet euch an eine Sache bei allem. Entweder ihr tradet oder ihr networkt. Und nur weil einer dieser beiden Sachen nicht funktioniert, switcht nicht. Makadu ist nicht Pipwest. Makadu networkt wie ein Monster, aber tradet nicht wie Pipwest. Pipwest tradet wie ein Monster, aber networkt nicht wie Makadu. Ich trade und mache, weiß ich nicht, was mache ich, was verstehe ich diesen, 15.000 bin ich, glaube ich, gerade. Ich glaube, bei 13.000 bin ich gerade am Stehen mit meinem Konto. Ich mache 13.000 Euro im Monat, keiner kennt mich. Was heißt das für mich? Ich habe Ruhe. Aber er lässt mich hier speaken, weil er sagte, ich impacte Leute anscheinend. Ich gebe Leuten diesen Tipp. Oder eher gesagt, diese Bewegung einfach nach vorne zu laufen. Ich sage euch ehrlich, ich suche die ganze Zeit hier rechts auf dem Bildschirm Pipwest, weil ich einfach die ganze Zeit lachen muss und mich immer wieder daran erinnere, wo wir eigentlich stehen und was wir sind. Du bist das, was ich dich sein lassen möchte, in meiner Sicht. Aber sei doch das, was du willst und was du bist. Versteht ihr? Ich gebe euch den Fakt mit, entweder ihr kontrolliert eure Lebensumstände oder eure Lebensumstände kontrollieren euch. Versteht ihr? Ich, wenn ich Bock habe, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich nächste Woche, ich bin jetzt ehrlich, ich habe eigentlich ein Praktikum für die Uni jetzt, was ich vor meiner Bachelorarbeit machen muss, aber ich habe mich dazu entschieden, das Praktikum nicht zu machen und einfach nächsten Monat nach Zypern zu ziehen für 3-4 Monate und dann gucken, wo mein Leben mich hinführt. Ich mache 10.000 im Monat, aber niemand weiß es. Niemand weiß, dass ich jeden Tag draußen essen gehe. Wieso? Weil ich es nicht poste. Versteht ihr, was ich meine? Ich poste es nicht. Aber wenn mich jemand fragt, zeige ich ihm meine Telefonnummer. Weil das wird einfach meine Kontogröße sein. Ich verspreche es euch. So, deswegen merkt euch fürs Traden.
schreibt euch diese zwei, drei Regeln auf, die ich euch mitgebe. Ich bin kein Mensch, der sich irgendetwas aufschreibt und sagt, ich gehe danach vor und werde danach speaken, weil ich speak einfach so, wie ich denke und wie ich Lust und Laune habe, weil es ehrlich ist. Ihr wollt einen Menschen haben, der transparent und ehrlich ist. So, Regel 1, Risk Management. Trade nicht mehr als 0,4% pro Trade. Nicht mehr als 0,4% pro Trade. Wieso? Setz ein 0,25% beim FTMO zum Beispiel, setz ein 0,25% und je nachdem, wie du deinen Stop-Loss noch schiebst, hast du die Möglichkeit, bis auf 0,4% hochzugehen. Versteht ihr? So, das ist dazu. Wieso ich das so sage, beim FTMO könnt ihr maximal 10% verlieren. Insgesamt. Danach wird es gesperrt. Ihr könnt am Tag maximal 5% Drawdown verlieren. Danach wird es gesperrt. Wenn ihr einen Trade direkt mit 1-2% nehmt, sagen wir 1% nehmt, habt ihr 5-mal die Chance, den Trade zu treffen. Falls nicht, habt ihr das Konto auseinandergenommen, um es so zu deuten. Nehmt ihr aber 0,25%, habt ihr 20-mal die Möglichkeit, 0,25-1% an Trade zu gewinnen. Versteht ihr? Dementsprechend euer RR, euer Risk-Reward-Ratio. Das heißt, tradet nicht 1-1. Tradet immer 1-2 oder höher. Wieso? Selbst wenn ihr 5-mal verliert von 10 Trades, seid ihr trotzdem im Profit, wenn ihr 1-2 tradet. Versteht ihr, was ich meine? Schreibt es euch auf. Es ist wichtig. Wieso? Weil ich als mit einem Konto von 300.000 kann mit 0,1% traden. Ich habe gerechnet, wenn ich in der Woche nur 2% mache, sind das 6.000 € die Woche. Versteht ihr? Wenn ich 2% in der Woche mache, sind das 6.000. Das ist lächerlich. Ich will 8.000 haben, deswegen bin ich jetzt auf 400.000. Ich will den 400.000 jetzt machen, deswegen. Versteht ihr, was ich meine? Weil 6.000, so, ich will mehr verdienen als ein German 25. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist so mein Ziel jetzt, so den German 25 zu überranken, weil ich weiß, Makadu ist auf dem Weg zum German 25 und ich halte das immer vor, dass ich mehr verdienen werde als er. Versteht ihr, was ich meine? Das ist mein persönliches Ego, er ist mein Erzfeind. So, wer Naruto kennt, weiß, er ist Kakashi, so, ich bin Lee, ich bin Guy. So, am Ende des Tages. So, das ist so, Risk Management ist 1, 2, Patience. Lasst den Preis auf euch zukommen. Lauft nicht den Preis hinterher. Wenn ihr ein Setup habt, gebt euer Setup nicht auf. Nur weil ihr denkt, ach scheiße, er könnte doch vorher runtergehen. Denkt euch nicht, boah, diesen Setup mache ich doch nicht. Wenn ihr eine Idee habt, probiert die Idee. Wenn ihr denkt, diese Idee ist risikoreicher, geht mit weniger Risiko rein. Ich lese gerade, was tradest du? Ich trade alles. Ich trade ich trade selbst Hosen, wenn du willst. Verstehst du, was ich meine? Zeig mir H&M auf dem Aktienmarkt, ich trade den für dich. Ich trade alles, was man traden kann. So. Bleib gelassen, bleib bodenständig. Gebt euch mit wenig zufrieden, weil manchmal ist weniger mehr als gar nichts. Versteht ihr, was ich meine? Im Sinne von, rennt nicht diesen Trades hinterher. Ihr müsst nicht jeden Tag traden. Versteht ihr? Ihr müsst nicht jeden Tag an der Chart sein und einen Trade setzen. Wieso? Weil manchmal einen Trade zu setzen, bringt euch mehr Geld ein, als einen Trade zu setzen. Wieso? Weil an einem volatilen Tag, einen Tag mit vielen News, mit denen ihr nicht klarkommt, könnt ihr euer ganzes Trading-System auseinandernehmen. Und das Dritte und für mich das Wichtigste ist, das Was-Wenn-Wäre. Wortwörtlich, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich den Trade mitgenommen hätte? Was wäre, wenn ich mit einer höheren Lot-Size reingegangen wäre? Was wäre, wenn ich vorher den Trade geschlossen hätte? Das ist das Schlimmste, was ihr euch selber antun könnt. Was wäre, wenn? Es fragt man sich gefühlt nach jedem Trade. Ihr geht mit 0, ihr geht rein, ihr habt ein 100.000-Konto, ihr denkt euch, boah, ich trade manchmal, ich bin euch ehrlich, mit 100 € pro Pip. Jeder weiß, was ein Pip ist. Ich trade manchmal mit 100 € pro Pip. Ich habe letztens neben Makadu, er war neben mir,
Er war neben, wir waren essen in Düsseldorf. Ich habe neben dem mit 200 Euro pro Pip getradet. Ich habe 28.000 Euro neben dem gemacht. Er hat mich angeguckt und gesagt, Junge, du bist crazy. Ich habe denen gesagt, ja, Mann, das war ein Fehler. Wieso? Weil in diesem Moment hat die Gier mich wieder übernommen. Ich wusste, mein Setup ist clean. Aber dieser Moment, dass ich wieder mich selber nicht respektiert habe und das wäre, es 28.000 Euro sind schön. Aber ich sag euch, was mit diesem Konto passiert ist. Es ist ein Drawdown gegangen und es wurde gesperrt. Wieso? Weil genau das dieser Moment war. Ich war mit den 28.000 oben und am Ende mit 190.000. 200k Konto, 1.080 Euro, futsch, weg. Versteht ihr, das ist ein Jahreseinkommen von Menschen. Deswegen denkt euch nie, was wäre, wenn. Weil was wäre, wenn, macht euch zum Menschen, der sich selbst immer hinterfragen wird, seine Aktion immer hinterfragen wird, sich selbst nicht respektiert. Bleibt euch selbst treu, geht mit 0,25% rein und fertig ist. Es geht nicht mehr. 0,25% bis 0,4%, fertig. Verfolgt euren Stop-Loss immer so. Sucht, wenn ihr jetzt in der 1-Stunden-Chart tradet, ich würde es halt visuell gerne zeigen, aber ich wollte es auf dem Mindset-Technik bleiben. Wenn ihr es auf dem Chart habt, versucht immer den Stop-Loss nachzusetzen und jeden Gewinn, den ihr machen könnt, mitzunehmen. Versteht ihr? Und das war es auch. Meinerseits, ich hoffe, ich bleibe weiterhin unbekannt. Ich hoffe, keiner von euch wird mir schreiben oder sonstiges, weil ich echt gar keinen Nerv dafür habe, bin ich euch ehrlich. Das habe ich zu Makadu auch schon gesagt. Ich sehe Pippos lachen. Bitte, lasst mich einfach in Ruhe. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr schaffen könnt. Das war eigentlich meine Main-Aufgabe. So. Ich hoffe, ich sehe euch irgendwann alle so auf Top 5 oder sonstiges. Aber ich verspreche euch, ich gebe nicht auf, bis ich Top 1 bin im 400k-Chart. Und mehr verdienen als Makadu, das ist eigentlich mein Goal. Come on, drop some ones in the chat to my guy. Nah, no way, bro. No way, big stepper, no cap. Das ist echt ein Big Baller, Leute, no cap. Und ich sag euch, bitte, Leute, put some respect on his walk. Bitte, Leute, leave him alone. Leave this man alone. Ich fühl den Vibe 100%. Ich war immer auf diesem Shit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Goofy, aber like low key and still got my money though. Dieses No Win und so, das ist einfach Kopfschmerz und ich fühl den Typen auf jeden Fall. Ich sag euch, der Mugger, real OG. He kept it real 100. No cap. Er hat einfach gerade alle exposed auf die alle unsere ganzen Germans kurz hops genommen, alle exposed. Ey, also das war einfach ein kranker Part. Ich sag dir ehrlich, also ich fand diesen Part zu heftig. Also alle, wenn du nieder bist, auf diesem Call bist und deine Teampartner aufgrund von Arbeit oder sonst etwas nicht auf diesem Call sein konnten, bitte lass deinen Teampartnern das Recording da zu 100%, weil glaub mir, diesen Value dürfen deine Teampartner zu 100% nicht verlassen. Das war einfach, das war Comedy, das war Real Talk, das war einfach alles in einem. Ich bin komplett, und ich sag dir eine Sache, wenn du noch auf dem Call bist, Bro, und mich gerade noch hören kannst, glaub mir, Makadu wird es nur freuen, wenn du mehr als er verdienst. Makadu wird sich für jeden von uns freuen, wenn wir mehr verdienen würde als er. Deswegen mach dein Shit. Ich bin mir zu 100% sicher, dass du alles auseinandernehmen wirst. Hast du bis jetzt schon, aber deine Reise hat, glaube ich, erst jetzt begonnen. Ich sehe extrem, extrem kranke Dinge auf jeden Fall. Ey, danke für deine Zeit, aber Kamal, ich habe ehrlich nicht mit so einem kranken Part gerechnet. Ich bin dir ehrlich. Na, Goofy. Was haben wir hier auf die Beine gestellt, Leute? We don't play family showtime. Leute, we don't play big boy shit. Merkt euch das. We don't play big boy shit. Alright, und ich sage euch, Recording kommt as soon as possible. Ich bin so grateful. Danke, Gian, Bro, dass du dir die Zeit genommen hast. Obwohl du low-key bleiben wolltest. Ich sagte, du hast auf jeden Fall deinen Job sehr, sehr gut gemacht, Mann. Weil es gibt viele Leute, die sterben für die Bühne. Nah, he kept it real. He won the bag. You got the bag, bro. So humble, ey. So humble auch noch, yes. Humble einfach. Ich komme da einfach nicht drauf klar. Einfach crazy.
crazy. Danke, dass du wirklich diesen Part gemacht hast. Danke, dass du so vielen Leuten Belief gegeben hast, dass du so vielen Leuten, die vielleicht schon seit ein, zwei Jahren am Start sind, immer noch nicht die Resultate haben, die sie haben möchten, so viel Belief mitgegeben hast, deine Story mit uns geteilt hast. Einfach crazy. Also wirklich danke, 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 danke für deine Zeit. Leute, lasst uns auf jeden Fall schauen, okay? Lasst uns auf jeden Fall schon, schreibt mal alle in den Chat, was ist unser nächstes Ziel? Wo wollen wir uns alle gemeinsam treffen? Was ist der nächste Standort? Was ist der nächste Standort? Leute, bitte sorgt dafür, dass ihr alle eure Tickets saved. Saved euch eure Tickets, glaubt mir. Egal, guck mal, es gibt den einen oder anderen, der sich vielleicht jetzt gerade denkt, ich kann mir das nicht leisten oder dies oder das. Pass auf, wenn ich dir jetzt deinen Traumwagen vor die Tür stelle und dir den Schlüssel vor deine Augen halte und sage, ey, 400 Euro, 300 Euro, 200 Euro und der gehört dir, würdest du das Geld auch finden, okay? Diese Convention wird dich zu deinem Traumwagen, zu deinem Traumhaus, zu deinen ganzen Träumen führen, also sorg dafür, dass du vielleicht ein paar Überstunden machst, sorg dafür, dass du vielleicht irgendwo noch mal ein bisschen arbeiten gehst oder sonst was und das Geld besorgst, um auf diese Convention zu kommen. Du willst diese Convention nicht verpassen. Du darfst diese Nein, nicht aussprechen. Niemand verpasst hier irgendwas. Nein. Niemand verpasst hier irgendwas. Der Nächste, der mir irgendwie sagt, Money so, Arbeit da, bla bla bla, Bro, ich hätt's dir Able auf den Hals. Ich hätt's dir Able auf den Hals. Oh mein Gott. Du willst Able nicht auf den Hals haben. Ich will nicht Able holen, Leute. Deswegen sorgt einfach dafür, dass eure Tickets da sind. Sorgt dafür, dass alles geklärt ist. Scheißegal, ob du mit Tuk-Tuk dahin fährst, ob du mit Trotro dahin fährst, ob du mit Blablacar dahin fährst, ist mir scheißegal. Sei einfach da oder sei nirgendwo. Und Leute, ich sag euch ehrlich, wie es ist. Passt auf, nächster Team-Call. Wir versuchen, einen draufzupacken. Und ich krieg selber Gänsehaut. Ich habe einen Impuls bekommen. Ich sag, Makadu, nächsten Team-Call müssen wir auf den Call holen. Und wenn auf den Call kommt, dann ist Feierabend. Und ich spiele noch zum Schluss noch ein kurzes Video ab von unserem Chairman 750, Mr. Bryce Thompson, damit ihr einfach seht, wie eine Convention damals aussah, und zwar die London Convention, da wo unsere Leader geboren wurde, davon wo Gian zum Beispiel auch teilweise geredet hat, wo Irfan geboren wurde, Mustafa, Makadu, alle zusammen, die wir kennen, Abbas, Serran, alle wirklich da gegangen sind, damit ihr versteht, was so eine Convention aus einem machen wird. Deswegen nochmal zum Abschluss, danke, 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 dass ihr euch alle die Zeit genommen habt, appreciate the time, ich spiele noch das Video ab, die Real Gs bleiben bis zum Schluss drin, nach dem Video wird der Call geschlossen, Recording können wir schon mal beenden, deswegen Peace out, Leute. Sehe euch nächste Woche. Let's go. Let's go! So, easy. Sieh mal meinen Bildschirm, Goofy. Sehr klein. Spiel mal ab. Nee, man sieht, doch jetzt. Ja, sieht man, passt.